Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Verbrackblitzer und solche, die es noch werden wollen. Seno ist mal wieder am Start hier. Wie wir sehen können, produziere ich da noch einige rote Förderbänder per Hand. Das ist das Erste, was wir heute in den Griff bekommen wollen. Automatisierung von roten Förderbändern, roten Untergrundförderbändern und roten Splittern. Ich habe heute ein bisschen früher angefangen, ihr könnt das sehen, Sonne ballert da hinten. Ja, ich bin ein bisschen unfrisiert, ich wollte eigentlich noch duschen gehen, aber dann wäre es noch später geworden. Und ihr könnt mich ja eh nicht riechen, ja, also scheiß drauf. Seid froh, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Nein, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, aber anyway. Mir ist was aufgefallen, Leute. Okay, da muss ich jetzt erstmal Real Talk, ja, bevor wir hier weitermachen, einmal kurz Real Talk. So, hier. Pass mal auf. Ihr werdet mich für verrückt halten. Ist nicht das erste Mal, weiß ich. Ihr werdet mich für verrückt halten und ich akzeptiere das. Ich trage die Konsequenzen. Zieh dir das rein, Digga. Ja? Mein wunderschöner, schlanker Körperino. Was ist da denn geleuchtet? Hier der Rings mit der geleuchtet. Reißverschluss. Hier drüben. Das Ding hat geleuchtet, ja. Egal, was ich euch sagen will, ist, lacht mich ruhig aus. Ich trage heute meine Jogginghose falsch rum, ja? Ich bin falsch rum in meine Jogginghose gestiegen. Ihr könnt das hier sehen, wenn ich das Ding umklappe, seht ihr da, ja, den Zettel quasi. Ja, sie ist also falsch rum. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Kennt ihr das, wenn ihr euch hinsetzt und aus eurer Jogginghose fällt euer Handy, euer Portemonnaie, euer Schlüssel oder sonst was raus, weil die an der Seite so beschissen geschnitten sind, dass wenn ihr euch hinsetzt, das alles rausfällt, wenn ihr eure Jogginghose falsch rum anzieht? Habt ihr vorne die Gesäßtasche, die perfekt von oben geschnitten ist? Er will auch ein bisschen Aufmerksamkeit, merkt ihr, ne? Ich erzähle gerade eine Geschichte. Jack sitzt. Jack, Platz. Platz. Fein, bleib. Guck mal, wie gut er hören kann, mein Name. So, und selbst die Taschen an den Seiten sind besser geschnitten. Wenn ihr nämlich da jetzt das Handy reinmacht und euch hinsetzt, habt ihr hier den Eingang. Das ist direkt, ihr könnt von oben reingreifen. Das ist perfekt. Und das ist ein Handy. Das ist nichts für kleine Jackos. Das ist nichts für kleine. Gib für dich. Oh. Das ist so eine Kaustange. Ich glaube, er will eine Kaustange. Meint ihr auch, er will eine Kaustange? 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 Ah. Zieh durch jetzt. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Er will dich. Nee, er will die Kaustange. FSK 18. Du wolltest auch mit deinem Bruder dieses Spiel spielen. Ja, das wollten wir gestern machen, Rotjan. Dienstag. Nee, warte, heute ist Dienstag. Ha, stimmt. Habe ich gestern im Stream gesagt, du warst ja nicht dabei. Mussten wir leider verschieben. Für heute nichts. Müssen wir nachholen. Vielleicht Sonntag, wissen wir noch nicht genau. Müssen wir mal gucken, wie wir Zeit finden. Und wenn nicht Sonntag, dann eventuell nächste Woche. Ist momentan ein bisschen schwer, einen Termin zu finden, weil die beiden halt Zeit brauchen. Na, also meine Mutti und mein kleiner Bruder. Und es sollte dann auch an dem Tag sein, wo meine Mitbewohnerin Spätschicht hat, im besten Fall, damit wir hier ungestört sind. Sonst, wenn wir hier zu dritt sitzen und zocken und sie sitzt nebenbei, ist das ein bisschen nervig für sie. Von daher ist die Terminsuche ein kleines bisschen verbübsch gerade. Da oben fehlt mir übrigens noch ein Radar, habe ich gerade gesehen. Das packen wir da mal eben hin. Und dann machen wir mit unserem eigentlichen Plan weiter, nachdem wir den Hund jetzt mit einer Kaustange besänftigt haben. Rote Förderbänder, ja. Die crafte ich, ihr könnt es ja gerade sehen, hier noch per Hand. Kann man eine Zeit lang machen, tut nicht weh, aber wirklich auf Dauer ist das auch nicht geil. Von da, und wir werden viele 10.000, 20.000, 100.000 wahrscheinlich rote Förderbänder brauchen. Das sind immer die ich mit Abstand am meisten brauche. Ja. Die blauen Förderbänder sind weit, weit weg. Und deshalb werden wir sehr, sehr lange erstmal die roten benutzen. Und dementsprechend will ich davon eine gute Versorgungslinie haben. Ich glaube, hier unten mache ich noch ein Radar an. Hier war noch ein Moin, Moin, du geiler Flankbesitzer. Oh, schreckliches Spiel. Hallihallo, hallöle. Everkrim. Oh, jetzt hast du die Wahl. Das kennst du ja noch gar nicht, weil du so selten hier bist, du kleines Flittchen. Nicht böse gemeint.
Oder? Wenn man ein Abo da lässt, darf man sich was aussuchen. Weißer Bart, roter Bart, schwarzer Bart, grauer Bart, ja. Ich wiederhole die Bartfarben: rot, schwarz, weiß oder grau. Ninja-Maske, Samurai-Maske ist es eher. Oder Prinzessinnen-Diadem. Ja, ich habe die jetzt erst alle, du hast zwar schon rot geschrieben, aber ich habe dir jetzt erst alle Options gesagt, also von daher darfst du dich nochmal umentscheiden. Es kann der rote Bart werden, das wäre dann der hier. Leute sagen eigentlich, der ist braun, ich finde ihn rot. Rote Prinzessin? Ja, ich wusste. Warum wusste ich nur, dass du das mir. Warum wusste ich nur, dass jetzt die Kombo kommt? Aber gerne. So. Ja, rote Prinzessin für dich. Ich weiß, da wird der Schlübi feucht. Ich bin froh, dass noch ein bisschen Licht scheint, dann sieht das nicht ganz so schlimm aus hier. Oh, hier. Das Ganze bleibt 10 Minuten. Ich stelle mal eben den Timer, dass wir das nicht vergessen. So, jetzt müsste der eigentlich. Nee, warte mal, der ist noch falsch eingestellt. 10 Minuten. So, Start. Sehr schön. Huhuhu. Ja, wunderschön, ne? Ich sage ja, Schlübi feucht. Rote Förderbänder. Guck mal, hier drüben fehlt auch noch ein Radar. Es kann doch nicht sein. So viele dunkle Spots auf meiner Minimap, das kann ich nicht ertragen. 30 Minuten bitte, ja, das hättest du gerne. 30 Minuten halte ich ja nicht mal andere Sachen durch. So, drup, dip, 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 dip. Hier ist noch ein bisschen dunkler Fleck, das ist mir egal. Der Rest passt, der Rest, ja, hier oben ist auch noch ein dunkler Fleck, ist auch nicht so schlimm. Ich sage immer, solange die dunklen Flecken auf der Minimap und nicht in der Unterhose sind, könnte es schlimmer sein. So, genau, jetzt sind wir nämlich hier unten. Hier stellen wir irgendwo unsere Förderbänder her, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr hier. Was brauchen wir jetzt, um die abzucyclen? Wir brauchen nur sehr, sehr viele Zahnräder. Das geht. Vor allem, wenn man überlegt, dass die Zahnräder hier eh rumstehen. Man könnte also die hier umdrehen. Dieses Förderband umdrehen. Das Förderband eher hier runterlaufen lassen. Oder ich mache das halt einfach nochmal, ne? Vielleicht mache ich den Aufbau auch einfach irgendwo anders hin, glaube ich. Ja, ich guck mal ganz kurz, ich habe noch irgendwo Eisen übrig, oder? Ich benutze nicht restlos alles Eisen, was ich in der Fabrik habe. Doch, eigentlich schon, ne? Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Hier oben benutze ich jedes Eisenband. Hier unten benutze ich jedes Eisenband. Sind ja nur zwei hier unten. Und hier drüben benutze ich auch. Ja, bleibt eigentlich nur das Eisen von hier und das benutze ich mittlerweile auch relativ gut. Oh, es kommt da nicht mehr genug Kohle an. Was habe ich denn da gemacht? Moment, den müssen wir einmal nachgucken, was hier los ist. Warum kommt da unten nur noch so wenig Kohle an? Ist das Feld wirklich so leer? Achso, guck mal, hier könnte ich einmal das zusammenlaufen lassen. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr. Können auch einfach so machen. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen besser. Ja. Aber das ist ja trotzdem beängstigende Zustände hier. Das dürfte eigentlich gerne voll sein. Das Kohlefeld. Ich schau mal eben ganz kurz. Ja, seht ihr, das können wir ganz leicht fixen, indem wir einfach so machen. Und von mir aus sogar nochmal so. Und der geht auch. Schon haben wir hier wieder mehr Kohle. Das ist ja kein Zustand da oben. So, da muss ich mir überlegen, wo kriege ich jetzt das Eisen her, ne? McFlintius, ich grüße dich. Bei mir dauert das ja alles länger. Warum eigentlich wieder tausendfach? Weil das die Zuschauer wollen, ja? Die wollen mich leiden sehen. Die sind da genauso wie du. Ja. So, ich habe also Eisen. Ich habe Eisen hier, ich habe Eisen da. Und ihr seht also, zumindest diese Eisenlänge hier wird überhaupt nicht groß ausgeschöpft. Jetzt bin ich zu Hause und bin an einem Laptop, Redian. Das tut mir leid, oder? Tut mir das leid oder ist das gut? Ich weiß es nicht genau. Ich überlege halt echt, ob ich die roten Förderbänder einfach noch hier irgendwie zwischen kacke. Was brauchen denn die Untergrundförderbänder? Nur ganz viele Zahnräder, das ist okay. Und die hier brauchen Chips, aber die haben wir tatsächlich. Und die Splitter haben wir auch. Ich baue den Scheiß hier unten. Ja, ich baue den Scheiß hier unten. Ich mache viermal rot. Das wird vorne und hinten nicht passen. Ist mir egal. Und dann brauchen wir. Ja, eigentlich müsste es genau andersrum sein. Pass auf, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen es ein bisschen anders.
Ja. Oder? So, wir packen die hier unten hin. Ah, ich bin schon wieder am Überlegen. Oh Gott. Also, es wäre schlauer, wenn wir das hier einmal abreißen und irgendwo neu bauen. Aber ich habe, da ist er schon wieder. Noch eine kriegst du nicht kleiner. Ja, geh da hinten hin, das ist fein. Es wäre schlauer, wenn wir es irgendwo anders machen. Aber ich habe keinen Bock, es irgendwo anders zu machen. Von daher kopieren wir das hier. Wir packen hier mit blauen Greifarm rein. Ich glaube, wir lassen das auch einfach noch ein bisschen höher gehen. Vielleicht bis nach da. Packen das Ganze dann hier auf der Seite wieder aus. Haben Zahnräder. Haben viele Zahnräder. Es sind drei. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ich lasse hier aufeinander laufen, dann haben wir jetzt ein Förderband mit Zahnrädern. Dann glaube ich, will ich das hier wirklich einfach umdrehen. So, das wird jetzt alles geupcycelt. Und dann lasse ich hier ganz easy. Lass mal zwei. Lass mal vier Felder Platz. Und dann mache ich hier fünf. Das wird zu viel sein, aber egal. Fünf Fabriken hin, die mir das schöne Zeug produzieren. Dann kriegt ihr die Zahnräder rein, bitte. Mhm. Schritt Nummer 1. Und ihr kriegt Förderbänder rein. Schritt Nummer 2. Und ihr packt mir eure fertigen Förderbänder hier raus. Schritt Nummer 3. Warum geht das nicht? Achso, weil da noch keine Zahnräder liegen. Ja, ist eine gute Entschuldigung. Goku, mach mal bitte den Forschungsbaum auf. Kann ich gerne machen. Suchst du da was Bestimmtes oder soll ich dir den einfach mal so anlassen quasi? Was darf ich dir da zeigen? Momentan sind wir bei Medium Electric Poles am Erforschen. Dauert noch ein bisschen. 75.000 Fläschchen brauchen wir noch. Und dann habe ich es eigentlich abgesehen auf die Strongboxes, aber vielleicht vorher auch erstmal Lab Research Speed. Wobei der Speed nicht so wichtig ist. Eigentlich brauchen wir die Effektivität, weil der Speed alleine hilft mir nicht so. Ich bin auch wieder weg. Ab 22 Uhr habe ich Zeit. Alles klar, ja, dann machen wir das. Vielleicht später. So, genau. Die fangen an hier zu futtern. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Wir können schon sehen, es dürfen tatsächlich zwei blaue Greifarme pro Lane sein, weil die so einen Zahnradhunger haben hier. Und dann kommen schon wieder nicht genug Zahnräder an, obwohl die alle rund um die Uhr produzieren. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann zum Beispiel einmal die Zahnräder rüberholen. Ungefähr so. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann man hier schon mal Förderbänder reinschmeißen und die gelben Förderbänder hier reinlegen. Ich muss halt momentan keine gelben Förderbänder produzieren. Theoretisch. Und die gelben weiß ich jetzt auch nicht genau. Die wollen wir eigentlich auch upcyclen, aber ich fange jetzt mal mit den Untergrundförderbändern an. Die kann ich theoretisch direkt hier hinpacken. Ich kann den, den, den und den abreißen. Den abreißen, den abreißen und den abreißen. Und kann feststellen, dass ich doch ein Feld zu wenig habe für das, was ich eigentlich vorhatte. Bisschen nervig. Ich mache hier einfach ein Clusterfuck hin. Es ist okay. Es ist okay. Ja. So und so. Ich baue es hier ein ganz, ganz kleines bisschen um. Dann nimmst du von da und moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Von da
Und dann produzierst du mir die. Kriegst noch Strom und dann kannst du anfangen. Und das Ganze schmeißt du mir von mir aus hier drüben einmal irgendwie eine Kiste, wobei ich glaube, ich will die Kiste vielleicht lieber dahin haben. Pack mir den Strom einmal dahin. Es wird schön, wenn ich die besseren Masten habe. So, dann darf der auch anfangen zu arbeiten. Zack, 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 zack. Er produziert halt auch immer zwei mit einem Arbeitsschritt. Das heißt, es ist, denke ich mal, schon okay. Hallo Team Killer und sonst alles fit? Ja, was ist denn das? Sehen und spielt wieder Factorio hier, ja? So sind wir jetzt wieder gepolt. Ja, das klappt ganz gut in der letzten Zeit. Ja, seht ihr, und jetzt wird wenigstens das ganze Eisenförderband hier unten auch mal wirklich benutzt. Ja, das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Auch wenn wir wirklich, wirklich viel upcyclen werden müssen. Und ihr seht schon, also dauert ein bisschen, bis wir hier unsere 36.000 gelben Förderbänder aufgerüstet haben. Aber so ist das nun mal. Mehr Zahnräder wären noch nice, aber ja. Habe ich noch irgendwo ein kleines Eisenfeld in der Nähe? Nö. Allerdings, wenn wir das hier zur Montagemaschine Nummer 2 machen, das hier zur Montagemaschine Nummer 2 machen und jetzt, ganz wichtig, uns ein bisschen Eisen von irgendwo holen. Wir nehmen einfach, hier ist nämlich Eisen drin, wie ihr sehen könnt. Untergrundförderbänder mal eben machen und 2-3 Splitter bauen. Ich meine, die Chips kann ich mir auch holen, das ist jetzt nicht das Problem. Und die Zahnräder würden auch irgendwo rumliegen. Dann kann ich das gleich eben mal einmal hübsch machen. Guck mal, hier liegen einmal Zahnräder, die kann ich nochmal eben wegsnacken. So. Gut. Und die grünen Chips, die liegen hier. Das nehme ich mir eben einmal kurz. Zack und zack. Und dann kann ich hier ja, 20 Splitter oder so bauen. Brauche ich jetzt nicht viel von. Ich muss nur dieses Förderband hier aufrüsten. Dieses hier. Ach so, und da sind noch gar keine Untergrundförderbänder und auch noch keine Splitter hinterlegt. Das muss ich natürlich einmal machen. Ich darf übrigens meine Verkleidung abnehmen. Ha! Sehen, du hast mich ignoriert, weil kannst du mal in einem Uhrzeitstream, was? Weil kannst du mal in einem Uhrzeit, ich weiß nicht, was du meinst mit in einem Uhrzeitstream. Ich wollte nur mal sehen, wie teuer das alles ist. Nicht mehr, danke. Teuer. Die kurze Antwort ist, es ist wirklich teuer. So, guck mal, wenn wir das nämlich jetzt aufrüsten, kommt hier auch schneller. Komm, rüste das auf. Vor allem das hier, genau. Jetzt, guck mal, wie das rauscht. Jetzt kommen hier nämlich die Eisenplatten angerauscht. So, das ist die deutsche Produktivität, von der wir hier alle reden. Guck mal, da staut sich sogar so fix, dass ich hier noch mehr... bauen könnte. Eine Montagemaschine mehr würde wohl noch passen. Und ganz im Ernst, ich habe hier noch ein bisschen Kapazitäten. Warum nicht? Machen wir noch so. Und lassen... Ja, der kann ja auch gerade rüberlaufen. Ist ja egal, das sammelt sich da oben dann eh. Machen wir so. Tak, 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 tak. Ja, und schon... können wir die hier nochmal aufrüsten und dann müsste das eigentlich auch gleich voll sein, oder? So, und wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, was wir hier pro Minute produzieren, sind das 120 die Minute. Das ist ordentlich. Dann wartet man 10 Minuten, haben wir 1200 Stück. Nach einer Stunde hat man 6-mal so viel, das passt schon. Ich wollte auch mal wieder Factorio zocken, bin aber nicht so gekommen. Dann würde sich, glaube ich, alle wünschen. Was würden sich alle wünschen? Ich meine, dass du mal in einer Uhrzeit streamst, dass du mal ein Streaming-Paar machst. Und wie viel Uhr du streamst, damit ich auch nichts verpasse. Nee, das funktioniert tatsächlich nicht. Das funktioniert aus dem ganz einfachen Grund nicht, weil ich nicht mehr alleine wohne. Und wenn man eine Mitbewohnerin hat und sie arbeitet unterschiedlich, außerdem haben wir den Hund, ist nicht drin. Manchmal gehe ich um 17 Uhr mit dem Hund, dann kann ich früher anfangen. Manchmal will er erst um 19 Uhr raus. Ich habe keinen Bock, dass er dann im Hintergrund fiebt. Von daher gibt es zu viele Variablen. Soweit kann ich nicht im Vordergrund planen. Weißt du, ich habe lieber keinen Streamplan, als dass ich einen habe, aber den dreimal die Woche nicht einhalte. Das setzt mich dann nur unter Druck und dann ist er scheiße und nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich fange ja immer an zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Also so zwischen den drei Stunden ist es eigentlich immer. Von daher passt das schon. So,
einfach rund um die Uhr verfügbar sein, Redjan, dann hast du das Problem nicht. Ich überlege, ob ich hier noch einen Zwischensneak. Einer geht noch, Leute. Einer geht noch. Mal komm. Nehmen wir den und den weg. Dann kommt da einer hin. Dann machen wir so und so und so. Lassen den da reinlaufen. Einfach damit das ein bisschen noch katastrophaler hier aussieht. Lassen den so rüberlaufen. Dann können da wenigstens zwei arbeiten. Hier leider nicht. Da kriege ich jetzt keine zwei hin. Aber die Eisenplatten scheinen jetzt tatsächlich eh langsam leer zu gehen. Das kann auch gut sein, dass die leer gehen, weil ich ja hier teilweise jedenfalls... Oder sind teilweise sogar noch gelbe Förder, Untergrundförderbänder interessant. So, wie viel haben wir davon jetzt produziert so? Da muss ich auch mal kurz gucken. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ich meine, den können wir auch mal schneller machen, aber das bringt ja auch nichts, wenn keine Zahnräder da sind, leider. Produktivität 2 pro... 12 pro Minute. Das ist eher ein Problem. Das ist eher ein Problem. Ich hatte mal so eine schöne Blaupause in irgendeinem alten Safe. So eine verdammt schöne. Ist das vielleicht noch mal ein Blaupausenbuch hier? Aber das war, glaube ich, alles Krastorio. Early Mall. Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Ich hatte mal so ein schönes Blaupausenbuch, also selbst zusammengestellt, aber irgendwie mit einmal neu installieren und Festplattenwechsel ist das irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ah, guck mal, hier hätte ich meine Science Packs bauen können. Hier mit verschiedenen Blaupausen. Ich habe da schon mal ein sehr geiles Blaupausenbuch angefangen, aber das waren, glaube ich, auch mit Vanillarezepten. Die bringen mir hier auch nicht so viel. Warum arbeitet ihr nicht mehr? Also... Warum bekommt ihr keine Kohle? Habt ihr jemals Kohle bekommen? Habe ich das aus Versehen abgerissen? Oder war mir das einfach egal? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche die Ziegel hier nur für... Ah, ja doch. Aber die Ziegel kann ich gebrauchen, weil die sind für die verbesserten Öfen. Und die verbesserten Öfen brauche ich. Verbesserte Öfen sind schon ganz gut, wobei ich habe jetzt 1700 Stück, das reicht auch erstmal eine Zeit lang. Ja, lass mir das so weiterlaufen, ist mir egal. 1700 Stück sind nett genug. Hier dürft ihr nochmal aufrüsten. Ich sehe, dass hier noch aufgerüstet werden muss. Macht es bitte. Kleine Roboterdrohnen. Wollen wir da nicht. Ich glaube, ich habe zu große Aufträge ausgegeben, oder? Macht er jetzt hier ein bisschen was? Doch, sie fangen an zu arbeiten, ist okay. Nicht unbedingt so effektiv, wie ich mir das wünschen würde. Und sie fliegen irgendwie ein bisschen dumm rum. Aber hin und wieder arbeiten sie immer ein bisschen. So, was jetzt noch fehlt, sind hier Fast Splitter. Und dafür brauchen wir, wer hätte das gedacht, die Splitter. Die grünen Chips und dann nochmal Zahnräder. Und das Problem ist, die könnte ich jetzt hier hinpacken. Aber das würde natürlich ewig dauern. Ich könnte sie vielleicht auch hier oben einfach hinpacken. Wie gesagt, mir gefällt das nicht. Eigentlich hätte ich das gerne jetzt nochmal von Anfang an aufgebaut. Also eine richtig schöne rote Förderbandproduktion. Mit Untergrund, mit Splittern, mit allem. Direkt vor Ort. Würde mir eigentlich besser gefallen. Ich weiß noch nicht so genau. Wie viel habe ich denn jetzt? 964. Ich ändere die mal ganz kurz durch hier. Wo sind sie denn jetzt hier? Förderbänder bitte? Ja. Rot. Rot. Nee. Erst die Untergrundförderbänder. So, wird ein Schuh rauskommen. Dack, 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 dack. Ja. Ich bin unentschlossen. Ich bin so unentschlossen. Weil im Grunde, ihr seht das ja, steht hier oben halt alles still. Also auch dieses Eisen steht ja still, wenn ich nicht gerade irgendwie neue Greifarme oder neue Motoren oder whatever brauche. Das heißt, im Grunde habe ich hier alles, was ich brauche. Ja, auch die, guckt ihr das an. Warum wird hier nicht weiter produziert? Was fehlt euch? Normale Montagemaschinen. Ja, kann ich hier reinhauen. Aber warum kriegt ihr keine normalen Montagemaschinen? Weil die keine Burner-Montagemaschinen bekommen. Warum kriegen die keine Burner-Montagemaschinen? Weil ihr keine Ziegel bekommt.
Achso, kommen jetzt aber langsam wieder durch. Ja, okay, dann brauchen wir da doch ein paar mehr Ziegel. Ja, das wird alles einmal volllaufen. Das ist echt viel zum Volllaufen. Auf der anderen Seite... Wir lassen die mal da reinlaufen, dann ist es ein bisschen besser. Kommt ein bisschen mehr hier auf der rechten Seite an. Ja. Also Montage, ihr könnt es ja sehen, Montagemaschinen werden gebaut, das dauert halt dementsprechend ein bisschen. Ich glaube, ich habe auch noch super viele Ziegel im Inventar, oder nicht? Ich kann jetzt hier auch einmal vollhauen. Das hat auch nur bedingt was. Ich kann überhaupt mal mein Inventar sich ein bisschen hier überall aufteilen. Du warst zu langsam, Red. Hä? Der Bot ist, glaube ich, gegen mich, Red Jan. Ja, das kann sein. Hat er dich in die Luft gejagt? Okay, guck mal, das hier sind ja tatsächlich auch noch normale Montagemaschinen. Können wir auch einmal aufrüsten. Das ist ja eigentlich auch was klar. Im Grunde können wir halt alles aufrüsten. Im Grunde kann ich so machen. Und dann fangt an. Ja, irgendwo müssen wir ja anfangen. Und ganz ehrlich, da wir eh rumstehen und warten, da wir gleich die besseren Strommasten haben, in 2% haben wir die besseren Strommasten. Wir bauen das Rote jetzt ordentlich auf, weil ich werde die nächsten 20, 30 Stunden das brauchen. Also können wir es jetzt auch einmal ordentlich machen. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich irgendwo ein neues Eisenfeld nur für rote Förderbänder erschließe. Weil wenn wir mal ganz kurz gucken, wenn ich in den Factory Planner reingehe, wenn ich die gelben hier mal umtausche auf... Ach, ich kann, ich muss das einmal ganz raus deleten hier. So. Jetzt haben wir die besseren Strommasten. Das hilft sehr. Die großen brauche ich nicht unbedingt. 120.000 Tränke ist es mir jetzt auch gerade ehrlicherweise nicht wert. Ich hätte als nächstes wirklich gerne erstmal die 2x2 Container, die großen Kisten. Weil damit kann man dann schon ein bisschen, das ist wie ein Mini-Splitter. Oder halt... Ich glaube, wenn ich mich nicht verrechne, 2 auf 6 kriegt man damit hin. Und theoretisch würde ich dann halt auch ganz gerne Loader... Oh, wobei, die Loader brauchen schon jeweils die nächstgrößeren Chips. Das ist krass. Heute, Witzke, das ist crazy. Die können wir halt noch gar nicht produzieren. Bisschen dumm, dass man die schon bauen kann, obwohl man das Produkt noch gar nicht freigeschaltet hat, dass man dafür braucht. Das ist schlechtes Mod-Design, aber... Das verurteile ich jetzt mal einfach nicht. Nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, dass das... Senoas und Senoritas, es ist Zeit, den Entgegner zu bekämpfen. Guckt in den Chat. Wir hätten hier drüben Eisen. Wir hätten da drüben Eisen. Ich glaube, das mache ich auch, weil ganz ehrlich, ich... Dadurch, dass ich jetzt hier die roten Förderbänder baue. Und die gelben und die Splitter und die Untergrundbänder und so weiter. Nehme ich hier halt eine Lane weg. Dadurch wird dieses 15-Millionen-Feld relativ schnell leer, weil die Förderbänder natürlich Unmengen an Eisen fressen. Moin, moin, das sind über 73 Millionen. Dann schließe ich lieber das hier für die Förderbänder an. Ja, das machen wir. Wir nehmen das da hinten für die Förderbänder. Dann machen wir einmal komplett sexy, nur Förderbänder da hinten. Bisschen verrückt, aber ist halt so. Wir bauen groß und die blauen, die roten Förderbänder werden so lange wichtig für uns sein, dass sich da schon irgendwo lohnt. Ich guck mal eben ganz kurz, was hier bei WhatsApp gibt. Ich werde hier schon wieder leicht genervt. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. So, ja, alles nervig, ist alles egal. Sahne mit Bohne, frohes Gemüse. Wünsche ich dir auch, kleine Obstplantage. Wie geht's, wie steht's? Ich werde schon mal anfangen, hier drüben abzuholzen. Dann haben die Drohnen schon mal ein bisschen was zu tun. Und ich kriege wieder schönen Schund ins Inventar, den ich nicht haben will. Aber so ist das nochmal. So, das könnt ihr alles einmal abholzen. Da ist Uran bei, aber da wir nicht die Krastorium-Mod installiert haben, dürfte das Uran mich eigentlich nicht dahin raffen. So, wir speichern einmal und dann warten wir, dass die Drohnen aufräumen. Und in der Zeit gucke ich mir in den Factory Planner einmal bitte an. Rote. Ja, wir planen mal nur mit roten Förderbändern. Würde ich sagen. Red Belt, ja. Und dann gehen wir auf OK und dann gucken wir uns die roten Bänder an. Hier, wo haben wir sie da?
und sagen, ich möchte davon, ja, im Grunde vielleicht ein rotes Förderband. Und dann werden wir schon sehen, das sind 1800 Stück die Minute. Und wenn wir das wirklich durchziehen wollen würden, bräuchten wir 30 Montagemaschinen, die rund um die Uhr nur rote Förderbänder produzieren. Dafür bräuchten wir dann alleine schon 10 Förderbänder, wobei ich kann hier mal umstellen auf rot, dann halbiert sich das wenigstens mal alles. Da, bitte. Und Montagemaschinen 2. Das muss ich mal eben umstellen. Der Rest bleibt gleich. Ne, die Öfen dürfen wir auch aufrüsten. So, müsste alles stimmen. Okay. Gut. Genau, hat er sich jetzt auch umgeschaut. Also ein rotes volles Förderband, das wären 30 Montagemaschinen. Nee, das eben nicht, weil das sind nur noch 20 und das sind nur noch 100. Montagemaschinen, aber immer noch 5 volle Belts Zahnräder, die wiederum 10 volle Förderbänder Eisen bräuchten. Das sind nur die Zahnräder. Wenn ich das dazu baue, brauche ich ja noch die Motoren. Sprich, ich muss das andersrum machen. Moment. Erst die, dann die, dann die, dann die. Das heißt, das wäre unser finales Rezept. Wir bräuchten knapp 900 Mining Drills nur für die roten Förderbänder, ohne dass wir da Untergrundförderbänder oder Splitter haben. Um fair zu sein, niemand braucht so viele rote Förderbänder. Also doch, wir brauchen sie tatsächlich, aber wir brauchen sie nicht ganz so schnell. Deine Fabrik macht etwas Ärger, aber das ist normal. Ja, peitsch sie. Peitsch deine Fabrik, Sahne. Das kannst du dir nicht bieten lassen. So geht's ja mal nicht. Wir geben den ganzen Shit, glaube ich, nach Osten aus. Habe ich, glaube ich, am meisten Bock drauf. Und ich möchte, glaube ich, 8 Ausgänge haben. Da fängt die Kohle schon an. Wo baut er? Er baut nur auf Eisen, ne? Er ist clever. Er ist clever, baut nur auf Eisen. Oh, die Mod ist so gut. Genau. Das heißt, wir machen irgendwas etwas Realistischeres und sagen mal, ich möchte zwei. Ich weiß gar nicht, warum ich die hier nicht. Nicht Module will ich. Limit. Da muss man, glaube ich, machen. Zwei, ne? So, ich will, dass zwei Montagemaschinen rund um die Uhr das Zeug produzieren. Und dann sind wir bei 180 die Minute und das ist okay. 180 ist vertretbar. Da brauchen wir knapp 100 Mining Drills für. 11 mal. Moin, moin, Zahnräder, du geiler Fabrik, das sind dann ein halbes Förderband rote. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Wenn die wirklich rund um die Uhr arbeiten. Oder. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Da haben wir 4. Da sind die Zahlen. Moin, aber sehr moin, krumm. Du geiler Fabrikbesitzer. Jetzt kommen sie alle. Merkt ihr das? Jetzt kommen sie alle. An diesem wunderschönen Tag kommen sie alle her, um hier zuzugucken. Es ist unfassbar. Habt ihr denn kein Leben? Mann, 144, das ist, glaube ich, eine schöne Zahl, weißt du? Weil 144 geteilt durch 24 sind 6. 144 geteilt durch 24 sind 6. Ja, das heißt, wir brauchen 6 volle Lanes. Geil, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das muss ich einmal sehr unangenehm hier immer. Das macht die Mod normalerweise besser. Aber irgendwie hat die Probleme mit diesen Strommasten. Die muss ich dann immer noch mal per Hand platzieren. Ist ein bisschen nervig. Geht aber auch schlimmer. Ich überlege gerade, wir könnten natürlich auch anfangen, jetzt bald die besseren Strommasten zu produzieren. Die mittleren. Und das kann ich ja sogar. Was fehlt mir denn? Kupfer und Stahl. Ich hole mir mal kurz Kupfer und Stahl und crafte die per Hand. Ich werde die jetzt noch nicht automatisieren. Das müssen wir dann zwar auch noch machen, logischerweise. Ist für den Moment aber nicht notwendig. Wir holen den Strom von hier unten. Ich mag das immer, an den Küsten lang zu gehen. Dann sind die Strommasten nicht so im Weg und ich habe weniger Risiko, die irgendwann mal aus Versehen abzuholzen. Passiert sehr schnell. Seh nur, du kannst auch einfach den Kalkulator UI-Mod installieren. Kann ich auch, aber ich kann ja auch einfach die Konsole benutzen. Außerdem ist mein Kopfrechnen so gut, dass das meistens schon ganz gut klappt. Meistens benutze ich das nur, um nochmal so ein bisschen zu bestätigen, dass ich da nicht völlig falsch liege. Strom müsste noch passen. Packen wir hier nochmal eben ein Radar zwischen. Strom haben wir noch weitaus genug. Und ich habe gerade gesagt, wir brauchen 6 Lanes. Und die haben wir schon mal gebaut hier oben.
Das wäre dann... Ja, ich brauche die Kohle aber nicht dazu, das Kupfer nicht dazu. Ja, hier drüben ist besser. Also, von hier fangen wir an. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ja, machen wir so. Dann haben wir eine Lane, zwei... Oh, mein Monitor ist kurz ausgegangen. Was habe ich gesagt? Sechs Lanes brauche ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis nach da. Kurz nochmal überlegen, habe ich da alles drin? 288 Öfen. Ja, klingt jetzt erstmal viel, in Wirklichkeit sind es ein bisschen weniger, weil... Da ist noch kein Balancer zwischen. Ich gehe ein bisschen weiter raus und mache da einen Balancer hin. Ich gehe mal auf die Höhe einfach. Weil wir brauchen ja nur 144, weil das die Level 2, also die Steel Furnaces sind. Ja, deshalb brauchen wir nicht ganz so viele. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Wobei, nee, Bullshit. Wir brauchen natürlich genauso viele, oder? Ja, 144. Das sind jetzt 144, ne? Nee. Warum sind das 288? Wo habe ich denn da jetzt einen Denkfehler drin? Ich brauche doch nur 144. Ach, weil das nur drei rote Belts sind. Ja, das sind gelbe Belts. Hier brauche ich noch rote Belts. Sprich, ich könnte das hier halbieren. Mache ich aber nicht. Und der Grund, dass ich das nicht mache, ist, weil ich brauche ja auch noch das Material für die Untergrundförderbänder und für die Splitter. Die fressen auch noch ein bisschen, und das haben wir nicht unterschätzen, auch noch ein bisschen Eisen. Und dann haben wir da ein bisschen zu viel Quote und Quote. Hallo Chaotiker, na? Schaust fertig aus. Das liegt tatsächlich nur daran, dass ich Hintergrundbeleuchtung habe. Wenn ich die Rollos runter mache und das Licht von vorne kommt, sehe ich nicht ganz so fertig aus. Also ich bin viel fitter als gestern. Tatsächlich. Ich habe zwar nicht viel geschlafen, aber genug eigentlich. So, jetzt ist die Frage hier. Na, wisst ihr was? Tut mir zwar in der Seele weh, aber reiß das nochmal ab. Ich baue das nochmal. Weil ich kann das jetzt schöner bauen. Weil ich jetzt die mittleren Poles habe. Da musste ich noch mit den kleinen bauen. Deshalb musste ich sehr, sehr viele Untergrundförderbänder benutzen. Und die verbrauchen einfach massig Material. Ja, also da kann ich jetzt gleich rote Förderbänder benutzen. Wir benutzen 12 Platten. Und die Untergrundförderbänder benutzen 100 bzw. 50, weil du ja zwei davon bekommst. Ich denke, das steht da in dem Gesamtvolumen quasi. Und deshalb kann ich das umbauen und massig Eisen sparen. 118 Untergrundförderbänder haben wir, das ist gar nicht so verkehrt. Was ich machen möchte, ist mir Stahl holen. Das liegt hier, genau. Einmal bitte Stahl. Und dann brauche ich noch ein bisschen Eisen und dann brauche ich noch ein bisschen Kupfer. Und zwar Kupferkabel. Und da ich Kupferkabel brauche, kann ich mir die auch hier wegsnacken. So. Und dann kann ich... Stangen brauche ich auch, aber seht ihr, wie schnell die produziert werden? Scheißegal. Sollen sie die Stangen hier einmal fertig machen. Und dann habe ich, glaube ich, alles, was ich brauche. So, wir produzieren jetzt erstmal eine ganze Reihe Medium-Posts und dann setze ich das da unten nochmal alles schöner. Mit blauen Greifarmen statt mit doppelt gelben, und dann brauche ich auch keine roten Greifarme. Oder brauche ich nicht? Nee, eigentlich nicht. Kohle brauche ich aber noch, weil ich noch keine elektrischen Öfen habe. Aber Kohle kommt ja dann gleich. Habe ich ja direkt ein Feld daneben, das passt also. Gut, kurz überlegen. Das hier. Wie hatte ich denn das gebaut? Moment. Nee, der hier war es, ne? Die Blaupause habe ich hingeklatscht, genau. Ja, da benutze ich... Now. Ja, doch, das ist okay. Say my name. Ich habe überlegt, was schneller ist. Das einmal hinklatschen und dann die Blaupause anpassen. Aber ich denke tatsächlich... Ich baue eine Lane und lasse sie dann nach oben, also verdoppel die dann einfach. So, wo ist mein Eingang? So, da. Dahin. Ach so, klar.
ich nicht klar. Warum bin ich verwirrt? Kann mir das einer erklären? Das ist korrekt. Die nächste Lane kommt da oben hin. Weil die sich beidseitig Eisen nehmen. Warum nehmen die sich eigentlich beidseitig Eisen? Ach ja, natürlich, weil in der Mitte Kohle ist. Ja, 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 mein Fehler. Ja, klar, 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 klar. Das hier ist ja Kohle. Hier kommt Eisen rein. Und dann gebt ihr... Ja, und der macht einen Knick nach unten. Ja, da macht alles einen Sinn. Da macht alles einen Sinn. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Der hat mich verwirrt. Der muss da hin. Dann haben wir die richtige Höhe. Dann kommt Eisen rein, Kohle rein, Kohle rein. Und da jeweils... Ja, gut, da nicht. Das heißt, ich muss es so rum machen. Weil ich will, dass es einheitlich ist, machen wir dann doch so. Ne? Und raus, 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 raus. Und dann kriegst du... Wo sind die neuen Strommasten, bitte? Ich musste mir die mal hier unten Gürtel packen. Dahin. Und wenn wir die dahin machen, haben wir nämlich hier auch überall Strom. So. Der geht bis nach da. Dann kommt hier das fertige Produkt raus. Dann nehmen wir das. Splitten das einmal quasi dahin. Und sind so fertig. Jack, du hattest alles. Du kriegst nichts mehr. Der Hund versucht es immer wieder. Aber er glaubt mir, er hatte alles, was er braucht. So. Und dann haben wir 4, 8, 16. Dann haben wir hier jetzt 16. Und dann nochmal 8 hinterher. Also den hier. Und dann haben wir hier 24, dann haben wir da 48. Was natürlich noch ein bisschen kacke ist. Die gelben Förderbänder müssen ja aufgerüstet werden. Also die ganzen Förderbänder müssen einmal aufgerüstet werden. Logischerweise. Und dann müsste ich, wenn ich jetzt nicht irgendwie ganz dolle mich verkalkuliert habe, den von mir aus auch bis dahin laufen lassen. Dann ist das hier ein schöner Block und ich kann den daran setzen. Ich kann den daran setzen, ich kann den daran setzen, ich kann den daran setzen und ich kann den daran setzen. Und schon haben wir hier unsere Schmiede. Hier zwischen kommt jetzt noch, jetzt kann ich auch die roten Benzer-Bücher hier endlich benutzen. Das heißt, den brauchen wir nicht mehr. Ich kann hier jetzt einen 8 auf 6er nehmen. Ich kann den vielleicht einmal splitten. So, gefällt mir das besser. Die drei können weg. Den schließen wir hier an. Da kommt Kohle rein. Ich sehe... Ja, der Balancer sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall besser aus als der letzte, den wir hatten. Wir lassen die Drohnen eben kurz alles aufbauen. Und dann glaube ich... Hallo, Bell zockt übrigens. Voll überlesen. Kriegt da Strom... Und dann muss ich mir halt nochmal ein paar Förderbänder und so holen. Und dann können wir uns an den eigentlich süßen Aufbau machen. Dann habe ich hier auf jeden Fall Eisenplatten. Kohle muss natürlich noch ran. Dafür nehme ich das hier. Jetzt überlege ich, will ich das ordentlich haben? Ja, warum nicht? Reißen wir das einmal ab. Jetzt kann ich aber hoffentlich in den Advanced Mode gehen. Ich kann einmal meine Medium Electric Poles nehmen und hier reintun. Und jetzt könnten wir den, das Glück haben... Wir könnten das Glück haben, dass er jetzt die Strommasten automatisch setzt. Gucken wir mal. Achso, ach, das ist übrigens nicht notwendig. Moment, ich breche das nochmal eben ab. Stopp, 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 nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Ich will nur 4 Ausgänge unten haben. Er versucht jetzt noch 8 zu machen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, sei lieb. So. Ja, jetzt... Ja, war klar, dass er mich verarscht. Aber er hat die Strommasten gesetzt. Habt ihr gesehen? Richtig gut. Ich möchte aber auch, dass du nach Osten ausgibst, denke ich mal. Das gefällt mir noch besser. Osten und 4 und dann leg los. Lass wir ihm das einmal bauen. Auch hier können wir mittlerweile eigentlich sagen... Ich muss auf das Sprite klicken.
Ich glaube, ich kann es nicht ändern, während sie gerade dabei sind. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich warte mal kurz, bis sie das fertig gebaut haben. Kann ich es. Eigentlich müsste ich es jetzt ändern können. Rotes Förderband. Ach so, vielleicht auch, weil ich kein rotes Förderband im. Ich habe es ja effektiv nicht in der Hand. Das ist ja nur das Geist-Icon. Ich glaube, deshalb kann ich es nicht switchen. Ist okay. Holen wir nach. Holen wir nach. So. So, warum hat das keinen Strom? Ich habe doch hier unten Strom angemacht eigentlich. Ach so. Die haben noch keine Querverbindung. Jetzt. Gut. Dann fangen die hier oben an zu arbeiten und dann machen wir das ganz pragmatisch. So viel Kohle brauchen wir hier halt auch nicht. Also ganz realistisch. Ich vermute ganz stark, dass das hier reicht. Wir werden es ja sehen, ob es nicht reicht, aber ich denke, es reicht. Von daher einfach nur einmal Kohle rüberlaufen lassen, ausprobieren und fertig. Das muss einfach nur dahin, 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 hoch, rüber, runter, möglichst dicht dran und da rein. Und dann verteilt sich die Kohle da gleich. Hier unten haben wir soweit alles fertig gebaut, mir fehlen halt noch die roten Förderbänder, Splitter und Untergrundförderbänder. Die holen wir, produzieren wir eben. Dann kann ich auch mal einen Schluck Tee trinken, habe ich noch gar nicht gemacht. Und dann sind wir mit dem ersten Part auch schon fast fertig. Ja, ging schnell. Und eigentlich haben wir nicht viel gemacht. Wir haben uns nur dazu entschieden, das, was wir die erste halbe Stunde gemacht haben, in der zweiten halben Stunde nochmal besser zu machen. Und wir haben halt ein bisschen geupgradet, ne, zwischendurch. Ich werde auch mal den Upgrade-Plan hier einmal rüberziehen und sagen, hör mal auf, abzugraden. Ja, also hier die ganze Basis nicht mehr upgraden, bitte. Nicht mehr upgraden. Sonst sind die Items immer gleich futsch im Inventar, das will ich ja auch nicht. Die 1000 roten Förderbänder werde ich brauchen. Die 104 Untergrundförderbänder werde ich auch brauchen. Die können wir da einmal hinhauen. Hier können wir nochmal eben voll machen. Habe ich nur noch 31.000 im Portemonnaie. Öfen haben wir genug, Montagemaschinen haben wir genug. Poles haben wir nicht genug. Gib mal her. Machen wir nochmal 103. Das reicht wahrscheinlich dann tatsächlich immer noch nicht. Was fehlt mir? Wires. Ich habe hier aber keine Wire rumliegen. Naja, hier. Das sind halt auch wenige. Zu wenige. Machen wir danach nochmal 90. Gibt es schon eine Modliste? Ja, Ausrufezeichen Mods, aber warte, bevor du sie triggerst. In 10 Minuten update ich die, weil da sind jetzt 2-3 Mods neu dazugekommen, die ich noch nicht aktualisiert habe. Also, gib mir. Ich mach's in der Pause. 10 Minuten und dann hast du die aktuelle Liste. So, zack, 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 zack. Grüne Chips nehmen wir auch mit. Gut, was wir als nächstes brauchen, sind. Ja, 46. Splitter, die wollen ein paar Zahnräder haben, die nehme ich mir hier drüben weg. Dann handcraften wir nicht ganz so lange. Ich weiß, dass hier noch irgendwo Zahnräder rumliegen da. Und dann können wir 5 bauen, nochmal 5. So. Ne, das ist jetzt unsere Handcrafting-Geschichte, wobei die roten Splitter natürlich auch grüne Chips brauchen, die kann ich hier auch wegsammeln. Die habe ich hier rumliegen. Gibt keinen Grund, dass wir die handcraften müssen. So. Brauchen nochmal 500 Zahnräder. Ist okay. Kann halt nie genug haben in Factorio, das wissen wir. Ich laufe hier einmal runter und sammle die einfach hier einmal ein. Ist schwer zu sagen, wie viel ich davon brauche. Also ich brauche davon halt sehr viele. Ich will halt nur die Zeit überbrücken, bis ich sie serienmäßig herstelle. Und also ich muss jetzt die Splitter, die roten Splitter quasi handcraften, die ich brauche, um die Automatisierung der roten Splitter in Angriff zu nehmen. Aber ich denke mal, das dürften dann irgendwie jetzt 15, 87, 100, 550, 200 Stück sein. Damit können wir arbeiten. Das ist, wie gesagt, nicht genug, aber es lässt sich damit arbeiten. Und wenn wir jetzt kurz gucken, pro Minute stellen wir immer 100 Förderbänder her. Ist halt
einfach zu wenig, aber wir arbeiten ja dran. Gut. Das haben wir alles, das haben wir alles. Dann glaube ich, kann ich wieder zurückgehen. Oder brauchte ich da hinten jetzt noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, Förderbänder. Ja, aber halt realistisch gesehen muss ich... Hilft ja nichts. Hier nochmal Eisen mitnehmen. Das mache ich jetzt wirklich nicht gerne. Aber das ganze Zeug mache ich dann nochmal hier zu Förderbändern. So. Moin, wie heißt moin, die Mod, du geiler Fabrik, welche er gerade für das Kohlefeld verwendet hat? Genau, das ist die Mods mit S-Mad-Cat. Aber wie gesagt, ich aktualisiere die nach dem Part in 5 Minuten ungefähr. Wobei, ich kann es auch jetzt machen. Ich aktualisiere die eben. Wir warten ja eh, dass wir handcraften. Ich stelle mich nochmal auf das Feld hier drüben und dann machen wir einfach einen Cut. Ja, ich will hier nochmal kurz die Förderbänder fertig dropshippen. So, stelle ich mich hier hin. Wir lassen das Spiel einfach laufen. Ich mache den YouTube-Part aus. Ich denke... Ach, ich lasse das mit der Sonne mal hinten. Ein bisschen Licht im Hintergrund ist gar nicht so schlimm. Ich mache hier einen Cut. Wir machen eine ganz kleine Pause. Ich aktualisiere die Modliste und wir sehen uns hier gleich wieder, liebe YouTube-Leute. Bis gleich.